Konflikt haben wir wieder nicht. Bewegung. So, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Also an denen wahrscheinlich nicht so, aber bei den anderen beiden. Dem Planeten brauche ich ja auch nicht so viel, weil ich aufgrund der mangelhaften Versorgung mit Arbeitskräften sowieso noch nicht so arg viel bauen kann. Die handeln gar nicht mit mir, Schweinebande. Okay, die haben ein bisschen gehandelt. Da können wir uns was runterholen. Dass wir ein bisschen schneller unsere Gebäude aufgebaut bekommen. Und hier genau das gleiche. Sehr schön. Nicht viel, aber immerhin. Jetzt kann ich auch direkt mal gucken, ob die Flotten mittlerweile da sind. Ne, sind sie noch nicht. Die ist noch nicht voll. Die muss eigentlich auch nicht voll sein, aber ich habe jetzt, glaube ich, schon gebaut. Deswegen, ja. Habe ich auch nichts mehr, was ich da groß reinpacken kann an Industriegütern. Aber dann kann ich nächstes Jahr wieder eine neue Kolonieflotte starten. So, Taifun. Gut, 15 Armeen ist jetzt schon echt der Overkill, zumal ich ein Bevölkerungslimit bei 42 habe. Also brauche ich hier erstmal keine bauen. Das nutze ich lieber mal für die Gebäudeproduktion. Wulf hat 16, das wären 80 Sklaven. Das ist eigentlich auch erstmal okay. Andererseits. Achso, ich bin hier schon im Gleichgewicht. Ich habe den ja schon auf Maximum. Also ist das eigentlich ein Soldatenplanet. Dann können wir hier auch ein bisschen nachbauen. Das ist unser ausgewogener Aquarius. Heimdall, sehr schön. Also Bevölkerungslimit ist hier auf Maximum 40. Dann können wir auf jeden Fall schon mal Soldaten produzieren, weil da noch einiges an Leuten nachkommt. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr Soldaten, weil wir 173 als Maximum haben. Da sind 150 noch nicht ausreichend. 36, das wären die 180. Ich glaube 35 bis 37 war hier auch. Das ist ja Vulkan, ja. Ich glaube, 37 war ja auch das Maximum. Kontrollphase. Ja, da brauchen wir eigentlich nichts, weil wir keinen neuen Planeten haben. Müssen eigentlich auch nichts umstellen. Der zweite da unten, da habe ich vielleicht dann doch zu viele Farmen gebaut oder so, dass ich jetzt noch nicht genug Industrie hatte mit den Leuten. Ich konnte jetzt, glaube ich, nur einen von den beiden neuen Besiedelten da, der unten in der Mitte, der blaue und rechts der rote. Ich glaube, von den beiden kam nur einer gerade. Oha. Jetzt wollen die nicht mehr handeln. So eine Sauerei. Okay, jetzt sind wir hier. Drei von fünf aktiv. Deswegen kann ich da auch bauen. Und 36 bis 53. 46 Farmen, 77 Industrien. Könnte ich eigentlich die Industrien bauen, weil wenn die leer stehen, das tut mir jetzt nicht weh. Dann habe ich auf jeden Fall nie zu wenig Gebäude, um alle zu betreiben. Auf 77 komme ich eh noch nicht. Lasse ich mir mal ein bisschen was immer, falls ich da nochmal schnell ein paar Farmen bauen muss. Aber wir haben gerade 40 Nahrungsproduktion bei 24. Das ist alles noch völlig entspannt. Jetzt schauen wir mal hier, ob der dann keine drei aktiven Industrien hatte oder warum ich jetzt hier keine
Doch, drei sind aktiv. Oder konnte ich auf Typhoon auch Soldaten bauen? Da bin ich gar nicht so sicher. Ah, könnte sogar sein. 9 bis 33 Divisionen. 15 und 17, 42 Arbeitseinheiten, genau. Also Arbeitereinheiten oder wie auch immer, Sklaven halt, ne? Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Ich habe ja eine über 40 Nahrung bei 27. Okay, dann baue ich einfach mal zwei Farmen und den Rest stecke ich schon mal wieder in Industrie. Dann schauen wir da oben. Vulkania. 175 Nahrungseinheiten. Da könnte ich auf jeden Fall so langsam mal meine Farmen auf 42 bringen. Ich bräuchte schon wieder fast 150 Nahrung, obwohl ich habe noch ein bisschen was auf Halde, das ist schon mal ganz gut. So, dann haben wir hier. Der ist schon auf Maximum. 46, 69 Divisionen, da könnte ich eigentlich nur noch Divisionen bauen. Oder halt. Schiffe und planetare Verteidigung. Also erstmal planetare Verteidigung. Und in der Heimat. Genau. Da muss ich jetzt aufpassen, da wollte ich eine neue Flotte machen. Da darf ich jetzt nicht die ganzen Güter verbrauchen. Aber mir fehlen noch 10 Schiffe. Die kann ich dann aber hier bauen. Dann sind die voll. Und den Rest heben wir uns auf, damit wir die dann auch bestücken können, wenn sie losfliegen. Kämpfen tun wir noch nicht. So. Der Handel läuft ja auch so schleppend. Aber hier läuft er ganz gut. Dann laden wir mal ein bisschen was ab. Nee, natürlich nicht, sondern in die Flotte. Da läuft gar nichts. Da oben. Da läuft auch nichts. Da frage ich mich echt, wieso die alle nicht mit mir handeln. Nee, das ist ja schon so ein bisschen. Ich glaube, wenn man selber einen Planeten in dem System hat, sind die irgendwie zögerlicher, was das Handeln angeht. Vielleicht sollte ich meine Schiffe doch mal irgendwie wegschicken. Und doch lieber in einem anderen System mein Glück versuchen, was das Handeln angeht. Das hier funktioniert halt nicht, ne? Monarchie. Wobei der Oberon ist ja alliiert mit mir. Da weiß ich aber tatsächlich auch nicht, ob das. Oh, muss ich oben nochmal gucken. Ich wollte ja noch meine Flotte losschicken. Ob das wirklich irgendwie einen Unterschied macht, ob man in einem anderen System ist oder nicht, was das Handeln angeht. Ah. Nee, das wollte ich natürlich nicht, sondern. So. Also, da können wir auf jeden Fall mal 20 Soldaten mitnehmen.
Das Dreifache, 90. Hundertzwanzig, dann kann man noch 130. Hundertvierzig, 160, 250, genau. Dann können die, da muss ich aber noch mal gucken vorher. Da war ja hier, war das der rote oder der grüne? Der rote, genau, Terminus. Da kann ich noch nicht so viel machen. 6 und 11. 5 Divisionen, 25 Sklaven. Das kann ich eigentlich mitnehmen. Das war genau das, was ich brauche. 6 und 11. 5, 25. So, also da brauchen wir nur 5. Zwanzig. Das wären 30 mal 3 sind 90, genau. Also da haben wir 30, 120, 250. Passt sogar. So, und dann fliegen wir hier mal los und besiedeln den. Zumindest bauen wir den dann schon mal so weit, wie es geht, dass er Selbstversorger ist. Vielleicht bauen wir uns dann mal eine Kette auf, um den kontinuierlich mit Nahrung zu versorgen. Aber das sind dann schon wieder so kritischere Sachen. Das funktioniert dann alles ziemlich gut, solange das noch übersichtlich bleibt hier. Aber wie gesagt, wenn es mehr Planeten wären, wird es schnell eklig. Das ist also ein typischer Planet, den will man im Multiplayer eigentlich nicht haben. Man kann ihn nicht selbst versorgen, groß irgendwie bebauen, und wenn man ihn halt wirklich zum Industrieplaneten macht, was man natürlich machen kann, da kann man Glück haben, dass im gleichen System irgendwie ein Nahrungsplanet ist, und wenn das System dann vielleicht jetzt nicht gerade an der Grenze zum Feindgebiet ist und dauernd angegriffen wird, kann man ihn vielleicht irgendwie dann am Laufen halten halbwegs. Aber wenn man halt zu viele von denen hat, dann verliert man auch schnell den Überblick und weiß ja gar nicht mehr so genau, wo man jetzt überall rein muss. Und wenn man dann in der Bewegungsphase mal irgendwie einen vergisst, dann wird es halt richtig eklig, ne? So, Taifun. 42 ist das Limit. Die können wir auf jeden Fall kontrollieren. Und wie es da mit Nahrungsmenge aussieht, das warten wir mal noch ab. Also baue ich hier erstmal keine. Wolf, der ist schon auf Maximum. Wir haben auf jeden Fall deutlich mehr Nahrung, als wir hier brauchen momentan. Also können wir da auch Soldaten bauen. Der ist im schönen, wunderschönen Gleichgewicht. Da haben wir gerade welche runtergeholt, die Bonnen füllen wir wieder auf. Heimdall. Da brauche ich auf jeden Fall mehr Armeen, weil ich irgendwann 177 Sklaven habe. Vulkania. 36, da war ja 35 bis 37, da war ich gerade mittendrin. Also bauen wir noch die eine, dann sind wir am Maximum, was die Armeen angeht. Das ist schon mal gut. Kontrollphase brauchen wir nicht, haben wir nichts neu gemacht und müssen auch nichts ändern. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Also ich habe die Flotten die ganze Zeit da rumstehen in der Hoffnung, dass mal irgendwie ein bisschen Handel geht, aber vielleicht sollte ich das mit dem Handel jetzt langsam auch wirklich mal abbrechen und lieber alles in schnelle Kolonisation pumpen, was ich habe. Und kaum sage ich das, kommen sie alle wieder angekrochen, ne? War ja auch bloß, weil er verbündet ist, muss er auch nicht mit mir handeln. Ne? Das gibt's auch. Okay. Bauphase. Auf jeden Fall gut mit Nahrung versorgt. Unsere Industrie ist nur teilaktiv. 77 Industrien, da kann ich mein Geld eigentlich schon mal hier in die Industrien stecken weiter. Ein bisschen
Bisschen Einheiten hier lassen wir uns mal übrig. Da muss ich echt, vielleicht sollte ich jetzt auch wirklich einfach mal. Eine Flotte machen mit 250 Transportern voller Sklaven und die einfach nur hier mal auf die neuen Welten verteilen, damit die schneller in die Gänge kommen. Die kann ich dann nämlich eigentlich schönen Soldaten und Dings einfach verteilen. Da wäre die Flotte wahrscheinlich besser eingesetzt, als wenn ihr wartet auf irgendwelchen Handel, der dann doch nicht kommt. Derzeit hätte ich die Planeten schon dreimal so hoch gepumpt, dass die sich selber mit Industriegütern voll knallen. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Also so Sachen würde man halt machen im Multiplayer, ja. Da das jetzt hier nicht so zeitkritisch ist, geht es noch. Dann brauche ich lieber erstmal noch ein bisschen Transporterflotten. Aber so Quark hier zum Beispiel. Das Problem ist halt so ein bisschen zu wissen, in welchem Planeten, in welchem System man jetzt seine Planeten hat. Gerade wenn man so verteilt ist. Also man würde sich halt nicht so extrem verteilen, wenn andere Spieler da wären, ne? Weil dann die Flugzeiten so lang wären, da kann man halt schlecht Hilfe hin und her schicken. Da würde man so Sachen halt nicht, würden die dichter beisammen liegen, da hat man vielleicht eher den Überblick. Außerdem hat man da nicht den Luxus, seiner Flotten einfach irgendwo rumstehen zu lassen. Okay, dann baue ich lieber die Industrien. Nahrungsproduktion habe ich eh mehr als genug. Oder tatsächlich eine Flotte zu machen, die man so ein bisschen mit Soldaten, Sklaven und Industriegütern vollpackt und dann rumfliegt, mal hier die Dinger abfliegt und jedem nochmal das ablädt, was man halt so braucht. Wobei die da unten, die beiden, die sind tatsächlich ein bisschen kritischer, habe ich den Eindruck. Als die anderen. Also die beiden hier oben, die habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger, die sind schon ein bisschen weiter. Genau, 173, 42, 76. 42. Haben wir 210 Nahrung, das ist genau das, was wir jetzt brauchen, wenn wir volle Kanne die Sklavenpopulation hochgepusht haben. Das ist halt der Vorteil, wenn man mehr Sklaven dabei hat am Anfang. Die Welten kommen halt schneller in die Gänge. 69 Divisionen kann der halten. Genau, bei 115 Nahrung. Da sind wir nämlich schon auf dem Maximum. Und ich glaube, hier hatte ich auch nur noch planetare Verteidigung gebaut. Und der letzte Rest hier oben. 444 Einheiten Industriegüter. Sau gut. Ja, dann werde ich die beiden Flotten jetzt nämlich losschicken als Zusatzversorgung für die beiden anderen Systeme, die unten sind. Ich werde die mal ordentlich mit Industriegütern und Dings versorgen. Die eine Flotte, die unterwegs ist zu dem roten da unten in der Mitte, die hat ja quasi alles dabei, um diesen Industrieplaneten, den ich leider noch nicht industriemäßig richtig ausbeuten kann, schon mal aufzusetzen. Aber die anderen beiden, der blaue da unten und der rote rechts, glaube, die brauchen ein bisschen Unterstützung beim in die Gänge kommen. So, Konflikt haben wir wieder nicht. Bewegung. So, und jetzt machen wir das nämlich einfach. Also, wir haben Ihmchen hier.
Der hat, was hat er denn? Der hat in seiner komischen Flotte, naja, immerhin hat er ein bisschen gehandelt. So, und dann haben wir nämlich hier im System, dann wird die Flotte nämlich auch komplettiert. Der braucht 36, der braucht einen Haufen Sklaven und einen Haufen Industriegüter. Mindestens 36 und er hat 14. Also sagen wir mal, wenn wir da 22 mal mitbringen. Ja. So, wenn wir da einfach mal die Flotte nehmen. So, dann nehmen wir nämlich hier 22 Soldaten. Wir noch ein bisschen Nahrung mit. Dann haben wir 30, 40, 90, dann können wir noch 60. So, dann sind wir nämlich bei 80, 100, 150, genau. Und dann kann die Flotte, ich mal schön da unten, das dauert zwar jetzt auch wieder ewig, der Flug, aber dann sind wir zumindest da unten voll ausgestattet und wir haben eine volle Transporterflotte da unten. Dann schauen wir nochmal hier. Der kriegt da überhaupt nichts gebacken hier. Da geht gar nichts in dem System. Das wollte ich jetzt nicht. Ins System. Schauen wir uns. Nein, den natürlich nicht. System, Planet, Typhoon. Sage mal, System, Planet, Typhoon. So. Ach so, ja gut, der hat ja eigentlich alles, was er braucht. Der kann ein bisschen. Wenn ich jetzt zwei Runden habe, jeweils ein Viertel. Gut, wenn ich da jetzt irgendwie, da könnte ich natürlich jetzt noch 10 Sklaven mitbringen oder so, aber braucht der eigentlich nicht. Die sind erst in 3 Jahren da, das bringt mir eigentlich nichts, wenn ich dem was schicke. Ne. Bis das da ist, das lohnt nicht. Hier hat der irgendwas gehandelt. Ja, nicht wirklich der Rede wert. Der. Achso, wollte ich ja gar nicht. Ich bin ja in der Bewegung, also muss ich in die Flotte gucken. Auch nicht so wirklich. Auch nicht so der geile Scheiße. Also, dann schauen wir mal weiter, wo wir noch was haben zum Besiedeln. Da haben wir einen Gomorra. Klein, aber ich kann ihn voll bewirtschaften. Das ist super. Und da kann ich eigentlich auch gleich alles mitbringen. 13, 63. Ja, 13, 63. Zehn Soldaten. Die 63 Sklaven holen wir uns von hier. Die können das schneller nachbauen. So, dann brauchen wir noch Nahrung. Heißt, wir haben jetzt 76. 4, dann haben wir 80.
80, dann haben wir noch 70 Platz. Dann brauche ich mehr Schiffe. Das sind 10, 20, 60, 80, wenn 160, also so. 80, 140, 150, genau. Jetzt bräuchte ich noch 100 Schiffe, dann könnte ich noch 100 Industriegüter mitbringen. Ja, das müssen wir dann halt beim nächsten Mal machen. Hilft ja nichts. Dann kann ich den direkt in einem Zuge voll ausrüsten. Wobei natürlich jetzt 100 Industriegüter auch nicht so viel ist, was die Farmen angeht. Wobei eine Farm kostet 4, das wären 25 Farmen, das müsste eigentlich dann auch schon wieder reichen. Sollte hinhauen.